Faszinierend. Würdest Bock sagen, wenn man sich hier, so wie ich mich materialisiert habe, im Greenscreening Teil 3. Jetzt muss ich erstmal auf die Werte gucken, damit ich hier wieder so einigermaßen gute Ergebnisse erziele. Ja, was haben wir denn gemacht? Im ersten Teil habe ich gezeigt, wie man eine grünfarbige Decke mal hinhängt. Und da bin ich mal auf die Idee gekommen, mein Gott, das Ding hat doch hier so eine Art Greenscreen oder Blue Box, hieß das mal früher, Funktion. Und hab dann ja, mit so einem Filter rumgespielt, der sich da Chroma Key nennt. Und im dritten Teil wollte ich mal auf die Einstellungen hinarbeiten, was das da zu beachten geht. Im zweiten Teil habe ich eine eigene Lichtbox gebaut, die über mir auf einem alten Fotostativ steht. Das habe ich nur rumliegen gehabt und habe dann halt eben so eine kleine Montageeinheit noch dran geflext und dann das aufgebaut, damit man die Lampe überall mitnehmen kann. Also auch so mobil ist und man kann alles einstellen, Winkel, Neigung, egal. Ja, und im dritten Teil wollen wir mal hier uns um die Einstellung der Kamera und um den Filter Chroma Key kümmern. Was ist zu beachten? Zu beachten ist erstmal gutes Licht. Ja, habe ich nicht. Und Nebeneffekt bei meiner selbstgebauten Box ist, ich wabere so. Ne? Das seht ihr wahrscheinlich. Ja, weil da LEDs sind und ich habe die LEDs nicht voll Power drauf, sondern so leicht gedimmt. Weil ich will hier nicht so, was soll ich, 5000 Lux im Zimmer haben. Werde ich so geblendet. Ich mach mal heller. So, zack, boah. So, und jetzt. Jetzt flackert's nicht. Ist aber auch nicht schlecht. Na gut, okay. Maske! Ich habe eine Speckschwarte auf der Stirn. Oh, mein Gott, muss mal wieder fürs Personal. So, ich mache jetzt wieder Quatsch leiser. Ich mache wieder ein bisschen dunkler. Weil das ist doch ein bisschen nervig. Gut, okay. Das mit dem Flimmern ist nicht schlimm. Obwohl, ich habe mir gedacht, Flimmern ist cool. Ich mach mir noch unten drunter so hier so eine Konsole, wo ich herausdampfe. So wie so ein Science-Fiction-Film, da ist ja auch nicht mal alles gleich und scharf. Und auch so, wie so eine Art alter TV, wie so ein alter TV-Effekt, so ein Raster-Effekt. Gut, okay, das nur nebenbei. So, jetzt kommen wir erstmal ans Eingemachte. Und zwar die Einstellungen. Kamera. Switch jetzt auf den Bildschirm um, damit ihr das auch sehen könnt. Wir gehen auf die Migicam, die habe ich so genannt. Da gehen wir Rechtsklick auf Eigenschaften und rufen die Treiber eigene Software der Kamera auf. Das ist in diesem Fall eine Logitech Software. Und von Haus aus sind immer die Sachen auf automatisch gestellt. Also wie zum Beispiel hier rechts unten Weißabgleich. Boah. Ja und? Schon ist der Greenscreen-Effekt kaputt und ich sehe aus wie ein Alien, also wie was weiß ich, wie so ein grünes Männchen, sondern wie ein pinkes Männchen oder lila Männchen. Ja, und wie kriegen wir da einfach den Haken wegmachen, verändert sich nichts. Wir brauchen etwas Weißes, am besten irgendwas, was hauptsächlich weiß ist. Und dann gehen wir wieder auf automatisch. Und dann sehen wir auch schon, so. Ganz wichtig, ich muss immer hier gucken. So, dann mache ich das Häkchen weg. So, noch nie so ganz wichtig. Noch nicht so ganz richtig. Öfter mal machen. So, automatisch. Jetzt dürfte es gut sein. Ja, perfekt. Also, den Weißabgleich grundsätzlich immer ausschalten. Hier dieses Right Light oder Empfindlichkeit automatisch kann man anlassen. Also, aber damit keine Schwankungen entstehen, würde ich sie auch wegmachen. Jo, dann speichern wir das und gehen dann auf Filtereigenschaften. Auch auf die Kamera, die ich hier drin habe, Rechtsklick und auf die Filtereigenschaften. Ich hatte ja eben vorhin, hier unten gibt es den Effektfilter, den man hier hinzufügen kann. Hier gibt es auch Bewegungseffekt. Bewegungseffekt. Moment mal, ich will mal sehen, was macht er denn mit Bewegungseffekt? Horizontale Geschwindigkeit, vertikale Geschwindigkeit, was passiert denn da? Oh, am laufenden Band, hallo. 10 Sekunden Bedenkzeit, nur eine Antwort ist möglich. Ja, auch schön. Ja, gut, okay. Dann machen wir. Ja, das ist mal wieder spontan. Spontan, ich mache das hier auch alles spontan, so irgendwie auf Null.
So, und wie beim alten Fernseher, wenn das Bild immer so durchgelaufen ist, ich glaube, da haben wir sowas hier. Ja, richtig. Dann hat man mal eben so an den Fernseher geklopft, pang! Ja, und dann hat sich das wieder eingerendert. Gut, jetzt bin ich wieder eingerastet. Oh, immer diese Ausraster von mir. Egal, gut, dann machen wir die Bewegung wieder weg. Ist aber auch eine lustige Geschichte. Ich habe noch nicht alle Filter ausprobiert, aber schauen wir mal. Es geht ja immer noch um den Chroma Key und die diffizilen Einstellungsgeschichten. Hier links seht ihr, gibt es die Ähnlichkeit und die Glätte. Dann eine Kiesölfarbe, Kontrast, Helligkeit. Ich lasse das mal so, weil sonst, das sind halt eben so die eigenen Sachen, die man machen kann. Die lasse ich aber lieber sein, weil wenn man eine gute Beleuchtung hat, ja, so eine einigermaßen gut ausgeleuchtete Geschichte hier oder einen Raum hat, Gamma, das kennt man wahrscheinlich aus den Spielen, was dann so passiert, welche Geschichten. Können wir links liegen lassen hier, ist auch alles gut. Wichtig ist die Ähnlichkeit. Ich mache jetzt mal die Ähnlichkeit runter. So, und jetzt seht ihr natürlich diese Decke, die ich da habe, hier beim Textildiscount gekauft habe. Die hat aber viel zu viel Gelbanteile, also eine richtige Mollton-RGB-Grün-Decke ist das nicht. Also es gibt einen speziellen Mollton, der auch in der Filmindustrie verwandt wird, aber schweineteuer das Zeug. Also hallo, 13, 14 € der Quadratmeter. Ja, dann haben wir hier die Glätte. Also je nachdem, jetzt gehe ich mal ganz langsam mit der Helligkeit hoch und wir sehen, aha, es fängt an zu grisseln. Das heißt also die Toleranz. Wir nähern uns der grünen Farbe, der grünen angegebenen Farbe. Jetzt bin ich bei so 386. Ah, ist ganz gut. Es ändert sich. Ja, das ist immer so. Das können wir so lassen. Ich weiß, ich war auch irgendwie auf 380. Jetzt geht's zur Glätte. Was ist denn die Glätte? Also ihr habt ja gesehen, wie ich, jetzt bin ich weg. Jetzt habe ich mich wieder dematerialisiert. Jetzt materialisiere ich mich wieder. Es ist wie so eine Art Nebelschwaden, der über mich kommt. Und die Glätte, da seht ihr wahrscheinlich hier an den Umrissen von, ich sage jetzt mal von meinen Fingern hier, dass das doch sehr hart ist, ein sehr harter Übergang zur Grüngeschichte und zu dem eigentlichen vorderen Objekt. Deswegen habe ich jetzt bei mir hier die Glätte auf 10 genommen. Und wenn ich sowieso hier oben rechts zu sehen bin, oder ich muss ja nicht hier gleich so eine Vollaufnahme haben, nur hier halt eben hier in dem Tutorial mache ich das gerne. Da könnt ihr auch mal sehen, dass ich hier mich noch nicht rasiert habe und solche Geschichten und ein Palituch trage. Ja, es wird kälter. Ja, und wie schon gesagt, das sind die wichtigsten Geschichten. Ähnlichkeit, Glätte und die Farbe auswählen, die steht natürlich normalerweise auf ein richtiges Grün. Also meistens ist es das hier. Ich habe die Ähnlichkeit der Decke genommen, also die Farbähnlichkeit der Decke so ungefähr angenommen und dann daraus halt eben diese Definition gemacht, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Ja, jetzt bin ich wieder hier. Ich kann auch einen anderen Hintergrund nehmen, wie zum Beispiel, was weiß ich, Schwatt, da habe ich nichts drin oder hier so ein altes Ding hier von mir. Oder meinen ersten Computer, den VC20. Also ich kann hier zum Beispiel auch hier hingehen und als Hintergrund was anderes nehmen. Eine Dia schon, eine Farbquelle, eine Fensteraufnahme, eine Medienquelle. Medienquelle heißt so viel wie Film. So, und jetzt gucke ich mal eben lokale Datei-Endlosschleife, wie das sein kann. Gut, Plattforms, Computer, nee, gehen wir auf Content. Und auf Graphics und auf Filmprojekte und auf, was nehmen wir denn hier? Afterburner? Afterburner, das ist ja lustig. Ich lass mal irgendwas laufen. So, dann muss aber die Medienquelle nach Und zwar hinten, möchte ich hier richtig. einen So, anderen jetzt habe ich hier eine Medienquelle Tweaker hin und die in der werden wir jetzt nach Grafikkarte unten vorstellen, und senken. zwar den MSI So, und schon Afterburner. läuft sie, Das hat nichts mit die Popo-Brennen oder Medienquelle. sowas zu Oder tun, ich, ach ja, das geht nach sondern es ist Layer. ein umfangreicheres. Also, das war der dritte Teil und dann folgt mir, oder wie das heißt, follow me. Und ja, macht mal einen Daumen hoch. Oh, vielleicht gibt es ja noch mehr später. Also, ich wünsche euch was und viel Glück. Ciao.